Mario, schläfst du? Du hast doch da gerade geschlafen. Ich hab's ganz genau gesehen. Aber, naja. Ich kann dir verzeihen. Ist echt sehr idyllisch hier. Willkommen zurück zu Super Mario Odyssey. Ich hab mega Bock weiterzumachen. Ich hoffe, ihr auch. Und wir hören uns erstmal an, was er hier hat. Ja, das weiß ich schon, lieber Toad, da erzählst du mir nichts Neues. Ich weiß allerdings nicht, ob wir hier ein bisschen weiter erkunden sollen oder... Ja gut, irgendwie muss das mit den Früchten zu lösen sein. Also ob wir... Ich fange immer Sätze an und beende sie dann nicht. Das ist so schlimm. Ich weiß nicht, ob wir jetzt weiter erkunden sollen oder sollen im Schloss. Aber ich denke, wir erkunden noch ein bisschen. Vor allem, weil da noch ein Raketenlevel auf uns wartet. Beziehungsweise halt ein Bonuslevel. Und da hab ich halt sehr Bock drauf. Oh, und hier auch, oder was? Oh, jetzt sind wir sogar schon im Schloss. Unbeabsichtigt. Ja. Und man hört es. Super Mario 64 Castle Musik läuft hier. Was ich hart abfeiere, was ich noch mehr abfeiere. Man kann wie damals auch hier in die Gemälde springen. Allerdings führen die Gemälde zu Bosskämpfen. Man kann die Bosskämpfe nochmal machen. Mega nice. Was wir hiermit auch direkt mal tun werden. Ich weiß tatsächlich auch gar nicht mehr, was man hier machen musste. Also ich meine, ja, ich habe es gesehen, was man machen soll. Oh, was zur Hölle? Ja gut, dann bleibe ich mal lieber in Deckung. Oder muss man hier einfach nur... Ja, okay. Da muss man hier anscheinend einfach nur diese Dinger zerstören. Und dann hier auf die Kuppel hauen. Okay. Alles klar. Let's go. Jetzt rastet der hier wieder aus. Mit seinen Wellen. Ich glaube, das triggert auch die anderen, ne? Ja. Oh, was? Oh, was? Alles klar. Ja gut, ist vielleicht doch nicht so schwierig, wie ich gerade gedacht hatte. Weil die sind wie nicht wie in Super Mario Galaxy unendlich, die Dinger, sondern hören nach einer gewissen Zeit wieder auf, diese Wellen. Natürlich anders als die roten. Ist klar. Alter. Boah. Ja gut, wird auch keinen Sinn ergeben, wenn die unendlich wären, weil dann würden die sich immer gegenseitig triggern. Und das wären schon etwas zu crazy. Wobei, für die letzte Stage könnte man es eigentlich machen. Aber ist ja auch egal. Wir haben ihn besiegt. Und kriegen dafür sogar nochmal 3 Monde? Echt? Alles klar.
cool. Revanche im Roboheim. Einfach gegen die Felswand geklatscht. Und na, ein Bock. Ich meine, lila Münzen, okay, aber Yoshi Challenge, nee. Alles klar, cool. Aber was ich dann doch gern machen würde. Ach, die Schafe werden sogar gespeichert. Ja gut, dann ist die Challenge vielleicht doch nicht so ätzend, wie ich gedacht habe. Aber ich denke, ich werde es trotzdem nicht tun. Egal. Wir schauen uns einfach noch ein bisschen weiter um. Oh! Und hier ist noch eine Eichel. Ich dachte, die verschwinden, wenn man die ins Wasser wirft. Und Nessie wieder. Nice. Schön. Oder? Doch, das war Nessie. Ja. Ah, so cool. So viele Easter Eggs. Ich finde das einfach so nice. Dass sich dann Nintendo nochmal Gedanken gemacht hat, was können wir da einbauen als Easter Egg. Es ist einfach so krass. Es ist so krass. Wofür war der Papagei nochmal gut? Versteck auf dem Dach des Palastes. Ja, er ist hier irgendwo versteckt. Ne? Irgendwo ist der, du. Ja gut, aber wo war jetzt der Garten? Die Richtung, oder nicht? Ja. Waren wir da drüben im Turm schon drinne? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich weiß aber auch nicht, ob ich da die Bosse alle besiegen möchte. Der Sound ist so geil. Also, sorry, aber wie geil kann denn bitte sowas sein? Alter. Münzen haben wir. 65 jetzt. Da drüben sind nochmal drei. Ich weiß nicht, wie einfach es hier ist, die zu sammeln. Ich meine, es wirkt einfach, aber ich weiß das ja aus den anderen Welten. Man findet ständig welche, aber irgendwann wird es einfach bekloppt schwer, die zu finden. So, zack. Hier nochmal eine Pflanze reingepackt. Und ich denke, wir schauen einfach nochmal rein. Hier ist dieser komische Vogel. Ah. Nee. Wir schauen, denke ich mal, in den Pilzpalast rein. Oh, diese Spannung bei einem guten Rennen. Es gibt nichts Besseres. Ach, können wir hier nochmal das Rennen machen? Oh ja, Mann. Let's go. Und nach dem Rennen gehen wir dann erstmal in den Pilzpalast. Oh, die Ziellinie ist auch da oben. Ist dann ja passend. Mario. Willst du ja fallen? Der springt gegen die Wand, alles klar. Es ist doch ganz oben, oder? Hee hee!
Nein! Bitte? Was hat Mario denn da gemacht? Alter! Halt's Maul, Koopa, ohne Spaß. Nochmal. Warum war der denn schneller als ich? Oder, ich glaube, das Rollen ist dämlich. Ich meine, klar, könnte man sich eigentlich auch denken, den Berg hinauf. Alter, Mario! Ach so! Stimmt. Ich bin so blöd, Alter. Oh mein Gott. Das war ja Überschallgeschwindigkeit. Hier hast du den Preis. Danke, Koopa. Und ich finde es ziemlich dämlich, dass man da oben nicht wieder startet. Ich meine, was soll das denn? Warum denn hier unten? Ja, ich kann es mir schon denken. Wahrscheinlich, weil Koopa da die ganze Zeit steht und Nintendo hatte keinen Bock, da extra was einzuprogrammieren, wo der dann wieder nach unten läuft. Macht schon Sinn. Aber jetzt... Jetzt gehen wir erstmal hier ins Schloss rein. Was ist denn mit dem Toad los da? Ach komm. Also. Wo kann sie nur sein? Unsere liebe Prinzessin Peach ist schon wieder verschwunden. Stimmt. Ich weiß auch, was sie macht. Sie reist einmal um die Welt. Oh, Toad. Toadette. Archiv Toadette. Alles klar. Dokumentiere nämlich all deine glorreichen Taten. Okay. Ich habe auch ein paar Powermonde als Belohnung für deine glorreichen Taten bei mir. Prinzessin Peach, Rettung hast du schon abgeschlossen. Meinen herzlichen Glückwunsch. Okay. Außerdem kannst du ja auch die Namen der Powermonde sehen, die du für alle deine Taten bekommst. Trage kleine Hinweise auf der Mondliste ein. Öffne die Karte mit Minus und drücke Y, um die Hinweise zu sehen. Okay. Waren wir nicht eben auf dem Dach des Palastes? Oder letzte Folge besser gesagt? Für mich ist es eben. Du weißt schon, falls du ja mal unsicher bist oder so. Glückwunsch, Mario. Endlich wieder Weltfrieden. Kriegen wir jetzt für alles einen Powermond? Wo wir einen Powermond gesammelt haben, oder, Mondritter. Alter. Flache Monde für Anfänger. Müssen wir sie echt immer wieder neu ansprechen. Verdammt nochmal. Aber ich find's cool, dass hier, so viele Challenges im Spiel drin sind. Es gibt einfach so viel zu sammeln. Es ist unglaublich.
Caper-Geselle? Was genau? Oder Kaper? Keine Ahnung. Ach komm schon. Ich glaube, ich werde das mal ein bisschen... Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, ich beschleunige das mal ein bisschen, aber sie ist endlich fertig. Kann man? Oh. Das wäre cool gewesen. Und hier drin ist nix. Tiara ist auch verschwunden, alles klar. Ja, die brauchen wir ja auch nicht. Ah. Diese dämliche Hinweiskunst, ne? Das ist schlimm. Also das mag ich nicht. Oh Mann, ey. Ja gut. Was ist Toad? Ja, du hast mich doch eben schon damit vollgelabert. Jetzt hör auf zu nerven. Mario? Kannst du bitte... Dankeschön. Jetzt bin ich ein bisschen ratlos, was wir noch machen sollen. Auf die geheime Insel könnten wir eigentlich noch. Was ist das denn für ein komisches schwarzes Dingen da? Um die Credits nochmal anzuschauen oder was? Ah nee! Das ist keine Filmklappe, das ist ein Radio. Ah, cool. Ja gut. Wäre cool, wenn hier überall so Radios stehen würden und man kann sich dann die, Musik auswählen. Nee, das mit Yoshi werden wir garantiert nicht machen. Da hab ich echt... Was? Muss er sich dreimal... Ach so. Ach so. Okay. Ich dachte gerade, es würde drei Yoshi-Quests geben. Aber nein. Alles. Ey, gib mir die Coins. Geht doch. So, zack. Captain Toad. Doch, der ist da oben. Ist schön, wieder zu Hause zu sein. Aber nach dieser langen Reise sehe ich viele Dinge mit anderen Augen. Ich werde mein Fernweh wohl nie ablegen, aber für den Moment genieße ich es erstmal, hier etwas zu entspannen. Ab, bevor ich es vergesse. Ich habe noch einen Mond für dich. Krass, Toad. Irre. Okay. So viele Länder, so viele möglichen Reiseziele. Ja gut, er ist beim Shop, aber... Ja. Ich glaube, es wurde gesagt, er ist in den Shop gegangen. Bin mir aber auch gerade nicht sicher. Also, ja. Oh, stimmt, dafür gibt's Herzen. Hatte ich vergessen... Ich denke, jedes Mal dafür wird es einen Mond geben. Den Hasen kann man aber nicht schon wieder fangen, oder? Also ich meine, kann man schon, aber der gibt einem, glaube ich, dann keinen neuen Mond. Hör auf zu nerven. So.
Ja, gut. Ich denke, das war's erstmal für heute. Sehr passend, denn ich wollte jetzt eigentlich auch weitergehen, auch wenn wir da hinten die Rakete noch nicht gemacht haben. Ist ja auch egal. Ich denke, es wird das schon jeder gesehen haben, bei irgendwem anderes. Also, ja. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Und ich hoffe, ihr seid dann auch beim nächsten, wahrscheinlich finalen Part wieder dabei. Ciao. Here we go, off the rails.